Leute und wie immer herzlich willkommen oder auch willkommen zurück hier bei Natürlich Leben zu einem neuen Minimal-Mittwoch-Video. Bevor es wieder richtig weitergeht mit dem Ausmisten, dachte ich mir, hey, heute werden wir noch mal ein bisschen tiefgründiger und gucken uns den Minimalismus von einer anderen Seite an. Und zwar habe ich ja vor kurzem das Video dazu gemacht, was man eigentlich so alles machen muss, um ein richtiger Minimalist oder eine richtige Minimalistin zu sein und um dieses Label eben überhaupt für sich nutzen zu dürfen. Und in den Kommentaren unter diesem Video hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert, dass fast alle von euch eine ähnliche Meinung vertreten wie ich. Nämlich, dass es gar nicht unbedingt um diesen materiellen Besitz, um diese Dinge geht, die man aussortiert, sondern eigentlich um viel, viel mehr und dass das ganze Thema viel weiter greift. Beim Minimalismus geht es ja hauptsächlich darum, Bedürfnisse zu hinterfragen, zu erkennen und für sich selbst ein gesundes und heilsames Umfeld zu schaffen. Und man versucht eben, eine gewisse Ruhe herzustellen und Ablenkungen zu reduzieren. Da ist es ja eigentlich nur logisch, dass man das auf ganz, ganz viele Bereiche im Leben anwenden kann, oder? Und genau darum soll es heute gehen. Ich will mit euch darüber quatschen, in welchen Bereichen Minimalismus noch so greift, abgesehen von diesem typischen materiellen Besitz, den man aussortieren kann. Da geht nämlich noch eine ganze Menge mehr und ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran, das ist echt ein spannendes Thema und bestimmt gibt es auch bei euch noch das eine oder andere, was ihr, abgesehen von eurem materiellen Krimskrams, minimalisieren könnt. Los geht's, viel Spaß! Fangen wir direkt mal mit der Hardcore-Variante an, denn ganz ehrlich, ihr seid ja alle schon Minimalismus-Profis, da spare ich mir die softe Alternative. Und zwar würde ich gerne wissen, ob ihr schon mal eure sozialen Kontakte hinterfragt oder vielleicht sogar ausgemistet habt. Mega spannendes Thema, wie ich finde. Und ja, es ist auf jeden Fall ein hartes Thema, aber denkt einfach mal drüber nach. Sowas wie Freundschaften, die eher belasten, als dass sie euch gut tun, eine Beziehung, die vielleicht im Laufe der Zeit irgendwie toxisch geworden ist oder der jährliche Anstandsbesuch bei Tante Britta, mit der ihr euch einfach nicht grün werdet. So Menschen, die irgendwie in eurem Leben sind, weil sie da eben sind, aber irgendwie nicht gut tun. Und ich finde, sowas sollte man definitiv mal hinterfragen, auch wenn das auf jeden Fall wehtun kann und wenn das schwierig ist. Menschen kommen und gehen im Leben. Manche bleiben nur für eine kurze Zeit und manche begleiten uns für immer. Und beides ist völlig in Ordnung und hat seine Daseinsberechtigung. Deswegen, Leute, wenn euch jemand nicht gut tut, dann werdet euch darüber bewusst und ihr habt auf jeden Fall die Wahl und ihr dürft diesen Kontakt beenden. Und das ist genauso okay, wie irgendeinen materiellen Gegenstand auszumisten. Man muss nicht mit allen Leuten klarkommen und man darf auch mal, wenn es nicht funktioniert, getrennte Wege gehen. Das ist völlig in Ordnung. Na klar, kannst du natürlich sagen, hey, ich guck mal, wo das Problem liegt und versuche das zu klären. Ich versuche einen Weg zu finden, vielleicht kann man das verbessern. Auf jeden Fall, macht das gerne. Ich will nur, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr das nicht müsst. Man muss nicht an allem arbeiten. Es ist auch okay zu sagen, hey, das hier tut mir nicht gut. Okay, ciao. Vielen Dank, war eine schöne Zeit, man sieht sich. Das ist genauso gut wie Kontakte halten. Und ja, es tut weh, Trennungen tun immer weh, egal ob von FreundInnen, ob in Beziehungen, ob von Familienmitgliedern. Es ist immer schmerzhaft und zwar für beide. Und das ist auf jeden Fall ein hartes Ding. Aber ich würde euch empfehlen, mal drüber nachzudenken, denn oft ist es einfach so, dass man soziale Kontakte nur hat, weil man sie eben hat und nicht so richtig drüber nachdenkt oder zu viel Bammel hat, drüber nachzudenken. Deswegen, nehmt euch einfach mal die Zeit, denkt mal drauf rum und wenn ihr das Gefühl habt, euch tut irgendjemand nicht gut, dann lasst gerne einfach los. Wie wir es beim Minimalismus sonst auch machen. Dankbar sein, loslassen, weitergehen. So ist es im Leben. Den ganzen Tag arbeiten, dann noch einkaufen, halbwegs pünktlich zum Hobby hetzen und anschließend noch irgendwas zu essen auf den Tisch zaubern. Na, kennst du? Also ich kenne das auf jeden Fall und ich glaube, die meisten von euch werden das auch kennen. Denn das ist leider ein Problem unserer Zeit. Wir packen uns den Alltag so voll, weil wir möglichst viel unterbringen und erleben und erledigen wollen. Und dann landet man am Ende nur noch erschöpft im Bett und hat eigentlich wirklich nichts vom Tag gehabt, obwohl man ja genau das wollte. Irgendwie ist man dabei selbst untergegangen in all diesem Kram, den man da um sich herum gebaut hat. Und das ist echt richtig schwierig. Und deswegen sind Aktivitäten auf jeden Fall ein super Minimalismusbereich. Denn da geht echt einiges und es ist dringender als je zuvor. Klar,
Freundschaften, Familie, Hobbys, Arbeit, das alles ist mega wichtig. Aber zwischendurch braucht man auch mal so einen Moment der Ruhe, um zu regenerieren und sich selbst einfach wieder so ein bisschen zu erholen und neue Energie zu schaffen, um dann wieder voll durchzustarten. Deswegen ist es total wichtig, die eigenen Kapazitäten zu kennen und eben auch zu erkennen, wann diese erschöpft sind. Und wenn du selbst merkst, jetzt wird es mir gerade zu viel oder noch schlimmer, du fühlst dich regelrecht überfordert, dann solltest du auf jeden Fall mal darüber nachdenken und rausfinden, was denn eigentlich gerade zu viel ist. Denn meistens ist es ja eine bestimmte Sache, die uns in dem Moment überfordert. Und wenn du das getan hast, dann kommt eigentlich erst der schwierige Teil. Und zwar erstens Nein sagen und zweitens akzeptieren, dass es okay ist, auch mal nichts zu tun. Das ist ein mega Learning, das ist nicht so einfach, das ist ein Riesenweg, aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, da anzufangen. Klar, ich weiß, die Lebenszeit ist begrenzt, man möchte auch was erleben, vor allem auch was Freizeitmäßiges erleben, rund um die Arbeit, noch irgendwie ein Leben haben. Aber Leute, es ist einfach so, dass es nichts bringt, wenn man sich komplett den Tag zuballert und dann bloß noch hier oben am Limit läuft, jeden Tag. Das bringt's am Ende einfach nicht. Klar solltest du schon gute Sachen unterbringen, aber vielleicht ist es ganz wichtig, Prioritäten zu setzen, also zu schauen, was tut mir gut, was macht mir Spaß, was gibt mir einen Mehrwert und das mehr zu machen und die Sachen, wo du sagst, oh, das tut mir nicht so gut, das schadet mir, das eben weniger zu machen. Wenn du kannst. Das ist ja auch immer eine Frage der Möglichkeiten. Manchmal ist man ja in gewissen Konstrukten und Dingen gefangen. Aber da, wo du die Möglichkeit hast, ich meine, du bist der Gestalter, die Gestalterin deines eigenen Lebens, da solltest du auf jeden Fall so dein Leben gestalten, dass es dir eben gefällt und gut tut und du am Ende des Tages sagen kannst, hey, das war ein schöner Tag, der hat mir was gebracht, feines Leben, weiter geht's. Kommen wir zum großen Thema digitaler Minimalismus. In einer Welt zwischen Smartphones, TV-Dauerbestallung und ständiger Erreichbarkeit für alles und jeden ist es mega schwer geworden, einfach mal den Fokus auf sich und vielleicht auch in sich zu lenken. Und naja, das ist gar nicht mal so gut. Digitale Minimalisierung ist tatsächlich so ein Riesenthema, dass ich das jetzt nur anschneiden kann, weil ansonsten würde das dieses Video sprengen. Falls ihr da richtig Bock drauf habt, mache ich gerne nochmal ein extra Video explizit zu digitalen Minimalismus. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich finde das nämlich mega interessant. Heute gibt es erstmal nur so einen groben Überblick. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Und zwar verschafft ihr als erstes Mal einen groben Überblick. Guck doch mal, wie oft, wie lange hängst du denn an deinem Handy und was machst du da genau? Oder schaust du dir im Fernsehen gerade bewusst was an? Oder dudelt das Ding einfach nur, um den Raum zu füllen, damit du nicht nachdenken musst? Und wie verfügbar machst du dich eigentlich für andere? Und wie fühlt sich das für dich an? Finde ich auch eine mega Frage. Denn verfügbar sein ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist, was denke und empfinde ich dabei? Und wenn du das getan hast, dann gilt es, Veränderungen zu schaffen. Und die können so mega vielfältig sein. Also du musst einfach da für dich das finden, was für dich passt und was deine Kapazitäten auch erfüllt. Also wo du halt mit klarkommst. Wo du jetzt nicht denkst, boah, das ist eine riesen Challenge. Ja, also wenn du bis eben noch den ganzen Tag am Handy gehangen hast, dann ist es wahrscheinlich eher unrealistisch, dass du ab heute dein Handy für den ganzen Monat zur Seite legst. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Da wirst du wahrscheinlich durchdrehen und am Ende aufgeben. Deswegen gucke, was für dich passt und taste dich langsam ran. Vielleicht kannst du die Nachricht, die du gerade bekommen hast, auch noch in einer Stunde beantworten und nicht jetzt, während du eigentlich gerade was anderes machen wolltest. Ja, das tut ja der Sache erstmal keinen Abbruch und ich finde, es ist auch eine mega spannende Erfahrung, selbst mal damit klarzukommen, dass man gesehen hat, da ist eine Nachricht, und nicht drauf zu reagieren, denn das ist man oft gar nicht mehr gewöhnt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie schnell ihr Nachrichten beantwortet. Also seid ihr eher so vom Typ, ich muss das sofort erledigt haben? Oder guckt ihr eigentlich nie auf euer Handy und kriegt das gar nicht mit? Das würde mich mega interessieren. Auf jeden Fall ist es die gesündere Variante, das erstens nicht so mitzukriegen und zweitens eben einfach mal liegen zu lassen und zu schauen, wie fühlt sich das für mich an? Einfach mal mich auf das zu konzentrieren, voll und ganz, was ich gerade mache. Genauso kannst du vielleicht auch einfach mal den Fernseher abschalten, wenn du nicht mehr bewusst hinschaust und dich stattdessen lieber bewusst auf das konzentrieren, was du eigentlich gerade machen wolltest. Das macht einen mega Unterschied und du wirst merken,
dass du vielleicht auch viel schneller fertig bist und viel besser vorankommst mit den Dingen, die du machen willst, wenn du nicht dauernd abgelenkt bist. Und du findest vielleicht auch eher zu einer inneren Ruhe, weil du eben nicht dauernd diese Beschallung auf dem Ohr hast und eben, ja, auch mal diese Gedanken, vor denen wir immer Angst haben, durchdenken kannst. Und irgendwann nimmt dieses Gedankenkarussell ja auch ein Ende. Man muss dem Körper nur mal die Chance geben oder dem Kopf die Chance geben, mal kurz zu denken. Das ist so wichtig, denn dabei können wir nur verarbeiten. Also dieses Ganze, was wir am Tag erleben, das muss ja irgendwie verarbeitet, sortiert und gespeichert werden. Und naja, das passiert nicht so nebenbei und deswegen ist es ganz cool, wenn man sich nicht nebenbei beschallt. Was übrigens auch sehr hilfreich ist und was ich auch gerne benutze, sind so Digital Wellbeing Optionen vom Handy. Guckt mal in euren Handy-Einstellungen, da findet ihr sowas bestimmt. Und zwar geht es darum, dass man dort zum Beispiel einen Timer stellen kann für bestimmte Apps und dann eben ja sich die App ausschaltet, wenn man diesen Timer erledigt hat. Also wenn du jetzt eine halbe Stunde für YouTube hast und du hast jetzt eine halbe Stunde geguckt, dann sagt dein Handy, okay, deine halbe Stunde ist um, schönen Tag noch, wir machen jetzt die App aus, winke, winke. Und ich finde das richtig cool, das ist nämlich echt gesund, weil oft vergisst man so ein bisschen die Zeit, wenn man im Handy rumdaddelt. Kennt ihr das? Man guckt so und dann swipet man umher und wischt von A nach B und plötzlich ist der halbe Tag um. Und deswegen ist das ganz cool, so einen kleinen Reminder zu haben, der dann sagt, hey, übrigens, du hängst da schon eine Stunde, wäre vielleicht mal Zeit, das Handy wieder wegzupacken oder zumindest diese App mal zu schließen, dass man einfach mal kurz da rausgerissen wird. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, gut und, naja, irgendwie heilsam. Es gibt in diesem Bereich einfach so, so viel, was man verbessern, verändern und optimieren kann, dass das echt dieses Video sprengen würde. Versuche einfach für dich, das Passende zu finden und zu schauen, dass das zu deinen eigenen Möglichkeiten passt. Wenn du für dich sagst, hey, ich kann mir vorstellen, einmal im Monat einen Tag zu machen, wo ich mein Handy komplett zur Seite lege und ignoriere, mega, mach das, richtig cool. Wenn du aber sagst, hey, das ist mir viel zu viel, ich kann mir nicht vorstellen, einen Tag ohne mein Handy zu sein, dann ist das auch okay. Vielleicht kannst du dann stattdessen einfach deine Bildschirmzeit ein bisschen reduzieren. Mal schauen, dass du vielleicht eine Stunde weniger in der Woche am Handy hängst oder vielleicht dann später sogar eine Stunde weniger am Tag. Man glaubt gar nicht, wie viel Zeit man doch am Handy verschenkt. Das ist erschreckend. Und deswegen ist das total wichtig, da anzufangen. Also klar kann man große und kleine Schritte machen, aber beide sind gleich viel wert. Wichtig ist, loszugehen, anzufangen und irgendwas zu machen. Der Rest gibt sich dann schon nach und nach ganz von alleine. Und darum, wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt, liken, teilen, abonnieren und dann einfach mal YouTube schließen und verschwinden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Oh oh, es wird Zeit. Ihr solltet schon mal abschalten, ja. Ein Bereich, der oft unterschätzt wird, sind äußere Einflüsse. Ständig strömen irgendwelche Informationen, Geräusche, visuelle Eindrücke und vieles, vieles mehr auf uns ein. Und das Ganze kann wirklich schnell überfordern. Packt mal so ein Meldesmiley in die Kommentare, wenn euch das auch manchmal überfordert. Also mich überfordert es auf jeden Fall manchmal. Denn egal, was man macht, irgendwie ist immer was um einen rum. Selbst jetzt, wo ich hier sitze und drehe dieses Video, höre ich meine Nachbarn im Haus. Und natürlich lenkt mich das in dem Moment irgendwie ab. Vielleicht kann ich da drüber stehen, aber es gibt auch Tage, wo mich das wirklich sehr ablenkt und aus dem Konzept bringt und wo das echt schwierig ist. Und deswegen finde ich, dass äußere Einflüsse ein richtig krasser Bereich sind, den man auf jeden Fall minimalisieren sollte. Klar ist das nicht immer so einfach, aber überlegen wir mal, wie das möglich ist. Also versucht dir einfach eine Auszeit zu schaffen. Vielleicht einen Spaziergang im Wald oder du meditierst einfach mal. Suchst einfach mal für dich einen Moment der Ruhe. Das kann auch einfach in der Mittagspause bei der Arbeit sein, dass du vielleicht mal 5 Minuten die Augen zumachst und mal einfach nichts siehst für ein paar Minuten, weil um uns herum einfach so viel ist, was da theoretisch in der Natur gesehen gar nicht hingehört. Und natürlich ist das für das Gehirn die ganze Zeit so ein permanenter Hammer immer drauf. Und den mal kurz abzuschalten, ist echt wichtig. Was ich zum Beispiel auch empfehlen würde, ist, Aktivitäten eher in eine ruhige Gegend zu legen, wo man vielleicht
mal entspannen kann, wo keine Geräusche sind oder so, also keine störenden Geräusche. Also vielleicht in den Wald oder an einem See oder mal irgendwo übers Feld spazieren, solche Sachen, statt in die Stadt zu fahren und da was zu erleben, ja. Weil da sind viele Menschen, da sind viele Autos. Man ist irgendwie in so einer ständigen Gefahrensituation, vor der man sich schützen muss. Man muss die ganze Zeit aufpassen, wo man hintritt, wen man nicht gleich anrempelt. Da sind die Geräusche, die Autos, das ist einfach so viel. Und deswegen würde ich immer empfehlen, gerade wenn du diese äußeren Einflüsse reduzieren willst, dann versuch einfach, wenn du die Möglichkeit hast, immer mal ein bisschen rauszukommen, statt reinzugehen. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Natürlich kannst du die äußeren Einflüsse nicht ganz abschaffen. Sie sind immer da, also irgendwas ist immer da. Aber es ist natürlich möglich, die zu reduzieren. Ne? Das sind eben auch so Sachen, wie ich vorhin gesagt habe, dass der Fernseher so als Dauerbeschallung läuft, ja, oder immer das Radio läuft. Unterbewusst lenkt das eben ab von den eigenen Gedanken, Gefühlen und von dem Fokus auf die Sache, die man gerade in dem Moment macht. Und klar ist das mal cool, mit Musik zu putzen. Ich mag das auch. Aber manchmal kann das auch sehr heilsam sein, eben alles abzuschalten und einfach für sich und mit sich zu sein und mal den Fokus auf sich und ins Innere zu lenken. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, bei den äußeren Einflüssen auch mal zu minimalisieren und zu versuchen, da ein bisschen was anzupassen. Genauso hardcore, wie wir angefangen haben, hören wir jetzt auch auf. Und zwar kommen wir zum Job. Hast du schon mal einen Job ausgemistet oder vielleicht wenigstens kritisch hinterfragt? Am besten sogar mit diesen typischen Minimalismus-Fragen. Also sowas wie: Macht dich dieser Job glücklich? Und wenn du dich heute nochmal entscheiden müsstest, würdest du dich wieder dafür entscheiden oder würdest du eine andere Wahl treffen? Und warum gehst du überhaupt diesem Job nach? Also ist es nur das Geld oder ist es irgendeine Norm, irgendwas, wo du reingepresst wurdest? Oder ist es vielleicht deine Berufung? Denn das macht ja einen riesen Unterschied. Beruf kommt von Berufung und wenn du deinem Job mit einer gewissen Leidenschaft, mit Herzblut nachgehst, dann macht es ja viel mehr Spaß, erfüllt dich viel mehr und ist viel weniger aufwendig, so mental, ja, als wenn du jetzt sagst, ich gehe da nur hin, weil ich es muss und weil ich Geld verdienen muss, um durchzukommen. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich finde das super interessant, sich diese Fragen mal zu stellen. Und ja, du darfst das. Wir sind definitiv nicht mehr in der Zeit, wo man fürs ganze Leben lang einen Job und eine Anstellung hat. Man darf auch mal wechseln, wenn sich das nicht mehr gut anfühlt. So wie man ein T-Shirt wechselt, wenn das nicht mehr passt. Ja, dann nimmt man auch mal ein neues und sortiert ein altes aus. Genauso ist es mit dem Job. Wenn das irgendwie zwickt und zwackt, dann weg damit und dann darf auch mal was Neues her. Das ist völlig okay und wir sind auch nicht mehr in so einer Zeit, wo das irgendwie komisch ist. Im Gegenteil, ich finde es sogar richtig cool, wenn Leute diesen Mut haben, gerade eben auch nochmal was komplett Neues zu lernen oder anzufangen zu studieren oder so mit 40, 50, was weiß ich, ja. Da denke ich immer, boah, was für einen Lebensmut hast du bitte, ja, wie krass. Da habe ich so viel Respekt und Bewunderung dafür. Also Hut ab vor allen da draußen, die das machen. Denn man gibt ja potenziell erstmal einen Job, den man schon hat, in dem man Erfahrungen hat, in dem man ein gewisses Einkommen sicher hat, auf, um was komplett Neues zu machen, sich da reinzustürzen. In dem Studium, in der Ausbildung kriegt man kein bis gar kein Geld. Wenig bis gar kein Geld. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein mutiger, aber wichtiger Schritt. Das ist ein Schritt, den man für sich selbst geht, um für sich selbst einzustehen. Und ich finde das so schön, wenn mir Leute erzählen, hey, ich hatte schon jahrelang diesen Traum und jetzt habe ich einfach gemacht und es ist gut geworden. Da denke ich mir so, boah, wie krass bist du bitte, ja? Also wirklich größten Respekt davor. Aber mir ist klar, dass das nicht alle können und das ist auch vollkommen okay so. Was du aber trotzdem kannst, ist definitiv deinen Job hinterfragen. Und du musst ja nicht gleich was komplett Neues lernen, aber du kannst vielleicht einfach mal das Unternehmen wechseln, dir eine neue Einstellung suchen, ja? Du musst ja nicht gleich den ganzen Beruf ablegen. Das alles ist okay und du darfst dich auch einfach mal nach Alternativen umgucken. Auch wenn du vielleicht gar nicht wechseln willst, aber mal den Marktwert checken. Zu wissen, wer bin ich und werde ich überhaupt gebraucht und gewollt, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, welche Chancen habe ich überhaupt, ja? Das gibt einem ja ein ganz anderes Gefühl und, naja, auch einen ganz anderen Selbstwert, ja? Man kann
bei der Arbeit mit den KollegInnen, mit dem Chef, der Chefin und so weiter ganz anders auftreten, wenn man seinen eigenen Wert kennt. Und deswegen ist das mega wichtig und das sollte man definitiv machen. Und du darfst natürlich auch gerne deine Stunden reduzieren. Ja? Wir sind da wieder bei diesem Aktivitätenplan, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass wir uns einfach so megamäßig überfordern. Und bei den meisten von uns nimmt der Job einen riesen Teil des Alltags ein. Ja? Also das ist wirklich ein Großteil der Zeit, die wir wach sind, die wir bei der Arbeit verbringen. Und natürlich sollte es dann auch gut passen. Das macht Sinn, denn wenn man da unglücklich ist, dann hat man ja wirklich für den ganzen Tag verloren. Ja, ich meine, wo soll das hinführen? Da ist es wirklich gut, dann mal was zu ändern. Und es ist natürlich okay, da wirklich Stunden zu reduzieren und zu sagen, hey, ich möchte mehr Zeit für mich haben, für meine Hobbys haben, für wichtigere Dinge im Leben als Geld verdienen. Gerade wenn du eben nicht das Gefühl hast, dass du diesen Beruf aus Leidenschaft ausübst, sondern eben wirklich nur, um dich abzusichern, dann macht das schon sehr viel Sinn. Du kannst natürlich die Stunden reduzieren, aber es ist auch okay, wenn du sagst, hey, ich möchte eigentlich gar nicht arbeiten. Also wenn du diesen Traum von finanzieller Freiheit, finanzieller Unabhängigkeit hast, auch das ist in Ordnung. Es gibt Mittel und Wege, wie man das erreichen kann. Klar, muss man dafür ein bisschen arbeiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, hey, kündige, setz dich auf die Couch und lebe dein Leben. Der Staat macht das schon. Finde ich schwierig, klar kann man das machen, möchte ich jetzt aber auch nicht so empfehlen. Von daher, guck dir gerne meine Videos zum Sparen und zur finanziellen Freiheit an. Vielleicht sind da ein paar Tipps für dich dabei, wenn du sagst, hey, eigentlich will ich raus aus diesem ganzen Hamsterrad und mich um wichtigere Dinge im Leben kümmern, dann sind da auf jeden Fall ein paar Tipps für dich drin. Und ich würde mich freuen, wenn du da einfach mal reinguckst. Ich guck mal, ob ich euch diese Playlist oben verlinken kann. Ansonsten packe ich sie in die Infobox. Eins von beiden, entweder im i oder unten in der Infobox, findet ihr diese Playlist. Guckt da auf jeden Fall mal durch, denn wie gesagt, Jobs nehmen echt einen Riesenteil unseres Alltags ein und wahrscheinlich bei vielen einen viel zu großen Teil des Alltags. Und das ist auch völlig okay, wenn man den Eindruck hat, dass das für einen selbst passt und wenn man damit happy ist. Aber sobald du das nicht mehr bist, solltest du vielleicht mal ein bisschen daran arbeiten. Und dazu möchte ich euch auf jeden Fall heute animieren. So Leute, das war's dann jetzt aber auch. Also das waren meine Bereiche, die mir so eingefallen sind, wo man den Minimalismus anwenden kann. Ich würde von euch gerne in den Kommentaren wissen, was euch noch so einfällt. Also wo passt Minimalismus für euch auch nochmal so richtig wie die Faust aufs Auge? Wo sagt ihr, da ist das genau richtig, das hast du vergessen? Schreibt es unten rein. Bin ich mega neugierig drauf, denn natürlich habe ich bestimmt nicht an alles gedacht. Das waren jetzt so die Bereiche, die für mich total offensichtlich waren. Und ich würde gerne wissen, was bei euch offensichtlich ist. Also, pinselt das rein, gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Kostet euch nichts, müsst ihr also auch nicht für arbeiten gehen. Und dann sehen wir uns am nächsten Mittwoch zum nächsten Minimal-Mittwoch-Video oder zum nächsten Freitag zum nächsten Video oder eben zu irgendeinem Video, was schon online ist, wann immer ihr Bock habt. Also dann, das war's. Bis dann und viel Spaß dabei, euren Alltag zu minimalisieren, ohne wirklich Materielles auszumisten. Ciao!